willkommen bei unserer neuen Erde. Exo, ihr seht schon, was hier losgeht. Und zwar ein schwarzer Bildschirm. Lädt er gerade? Ah. Das ist zum Beispiel ein anderer Planet, nicht die Erde. So. Ich kenne das Spiel nicht, ist auch kostenlos über Steam. Ich spiele es mal kurz an. Wenn es interessant ist, spiele ich das selber. Ist das ein Asteroid? Oder ist das eine Bombe? Cool. Als wenn man auf dem Planeten wäre, nur mit einer etwas schlechteren Grafik. Ja, ich kenne das Spiel nicht, ja? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich drücke aber nur die Maustaste. Ich lasse mich mal überraschen. So. Ja, ich würde gerne das fliegen lassen. Also ich spiele auf jeden Fall eine Kugel, die rollt. Sie ist rot, sie glüht. Bergauf hat es ein paar Probleme. Oh. Ich kann... Wow. Also mit der Lenkung ist es schon etwas hardcore. Die ist wie besoffen, diese Kugel. Ich muss wahrscheinlich in diese Richtung. Aber die sucht die ganze Zeit ihren eigenen Weg. Ich mache immer mal die Richtung, die Kugel gerne möchte, in der Hoffnung. Ah. Okay, es, Kombination zwischen Tasten und Mausbewegung. Gravitation und keine Maus. Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Wahrscheinlich in diese Richtung. Ich gehe mal in die Richtung. Wenn nicht, wird es angespielt sein mit einer Murmel. Wow. Wow. Wo komme ich denn hier hin? Schaut euch das mal an. Was? So. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ich folge einmal mal dem Wegen hier. Da ist ein Gebäude. Okay.
Da ist was. So. Schaut euch das mal an, das sind wie Monumenten. Ich fliege auf einem fremden Planeten. Über Berg und Tal. Hier war ein bisschen Gras, also hier gibt es auch Leben und auf jeden Fall Wasser. Ich folge mal diesem Licht hier. Cool, ich spiele die ganze Zeit eine fliegende Kugel. Ich war in der Hoffnung, dass irgendwo was kommt. Wow. L und da ist ein Licht. Ich glaube, ich komme dem näher. Ja, also ich würde ja gerne machen, aber ich komme mit meinem Finger nicht ran. Aber schaut euch mal die Landschaft an. Keine Bäume mehr, richtig? Die Bäume sind wie ausgestorben. Die Entfernung zum Transport beträgt 40 Kilometer. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir uns entfernen oder nicht entfernen. Wow. So. Daneben, dann kommt... Das sieht da hinten aus wie auf dem Mars. Hier sieht es aus wie eine verwüstete Erde. Auf jeden Fall scheint es irgendwie doch noch ein bisschen Sauerstoff zu geben. In welcher Art und Form auch immer. In welcher Konzentration. Hat das Ding überhaupt ein Ende da, wo ich hin möchte? Regen gibt es hier auch. Komme ich denn eigentlich näher? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mal, wohin ich eigentlich fahre und was mich da erwartet. Es war immer nur kostenlos. Und es sah interessant aus. So. Jetzt komme ich in die Einöde. So. Ja, dann muss ich mal kurz da hoch, wo es so schön leuchtet. Wow. Schwung aufbauen. L und Shift. Q.
Cool. Krass, was war denn das? Uiuiui. Raumzeitanomalie entdeckt. Jetzt wird der Bildschirm schwarz. 2, 1. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. War das jetzt eine Probe gewesen? Spiele ich ja immer nur eine Kugel? Ja, dass ich nicht der Schlankeste bin, weiß ich auch, aber dann müssen die mich so diskriminieren hier. Hat doch bloß 5 Kilo Übergewicht. Aber auch nur seitdem das Baby da ist. Okay. Übrigens, ich bewege gerade ja nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie ein Video von dem Spiel. Zur Wunschliste hinzufügen. Es war kostenlos wahrscheinlich. Kann man das dann wahrscheinlich später erwerben, so wie sich das anhört. Dass man dann weiterspielen kann und was aufbauen kann. Jo, da habt ihr erstmal eine kleine Schnupperstunde in Exo One reingeschnuppert. Die ungekaufte kostenlose Version. Aber mehr als weiter, also weiter als hier kommt ihr nicht, wenn ihr das nicht kauft. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt auch. Wenn euch das Spiel gefällt, holt euch das aber nicht. Ist euch überlassen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann bis dahin noch viel Spaß und tschüss.